liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Verläufe von Konferenzen. Ich bin ja Konferenzjubon. Da meint man, an einen Punkt gekommen zu sein, wo irgendwie das Wichtige gesagt ist und man einen vernünftigen Abschluss finden muss. Das setzt aber voraus, dass diejenigen, die an der Konferenz teilnehmen, sagen, das sehen wir auch so, oder sagen, das bringen wir jetzt aber bis 17 Uhr zu Ende. Sodass ich Folgendes vorschlagen würde. Ich würde noch ein paar Sätze sagen und dann gucken wir mal, wie es läuft und schauen dann weiter. Die Überschrift lautet ja HVD und humanistische Bestattungskultur oder so ähnlich. Da ist ja auch ein Papier in Umlauf geschickt worden, das garantiert nochmal überarbeitet wird und das versucht, den Blick, also Horst Groschop für den humanistischen Verband ist da eigentlich die richtige Überschrift. Wie hängt das zusammen? Das Problem ist, dass der humanistische Verband eine Weltanschauungsgemeinschaft ist, die Religionsgemeinschaften nach Artikel 137.2 Weimarer Reichsverfassung inkorporiert ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit Artikel 140 die Gleichbehandlung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vorsieht, was wiederum besagt, dass diese Weltanschauungspflege natürlich stattfinden muss. Und Weltanschauungspflege bezieht sich auf das, was Menschen religiös oder weltanschaulich von der Wiege bis zur Bahre einen gewissen Halt gibt. Und da das mit dem Bestatten einmal ein Grundangebot aller freidenkerischen, freireligiösen Organisationen war, als es noch nicht das große Bestattungsgewerbe war, das ist ja noch aus den Kirchen herausgewachsen. Und nun aber die Situation da ist, dass nur noch in ganz wenigen Verbänden sowas nachgefragt wird, weil man auf dem Markt Bestattungsredner zum Beispiel jeder Weltanschauungs- und Religion kaufen kann, ist die Frage, worin besteht nun sozusagen die Verpflichtung des humanistischen Verbandes und seiner Akademien, darüber nachzudenken, was eine humanistische Bestattungskultur ist. Aus diesen Erwägungen heraus entstand die Idee, eine solche Tagung zu machen. Das ist ja die zweite, die andere war ja schon 2002. Das heißt, Leute, die eher theoretisch und Leute, die sehr praktisch darüber arbeiten und nachdenken, zusammenzuführen und mit ihnen zu beraten, was denn das sein könnte, eine humanistische Bestattungskultur, ob es überhaupt gibt und was sie auszeichnet, zum Beispiel von einer christlichen Bestattungskultur oder einer muslimischen Bestattungskultur. Also zusammenführen, das scheint mir, ist in unserer Konferenz hier erstaunlicherweise gelungen, das zusammenzuführen und aber auch eine Theoriearbeit zu betreiben. Nun besitzt der Humanismus in seiner organisierten Gestalt ja eines nicht, nämlich einen Lehrstuhl, nicht einen in Deutschland, kein einziger Lehrstuhl für Humanistik. Sodass unser Problem etwa der Auseinandersetzung, was eine humanistische Bestattungskultur ist, gegenüber einer christlichen Bestattungskultur schon daran scheitert, dass nur schwer in der Lage ist, die Sachen zu analysieren und zusammenzuführen, weil uns Lehrstühle für praktische Theologie fehlen, die bei uns praktischer Humanismus heißen würden. Das heißt, auch da sind wir auf Konferenzen dieser Art angewiesen. Hinzu kommt, Jana Redlin hat das angedeutet, ein Aspekt, den wir bei der humanistischen Bestattungskultur hier für diese Tagung völlig ausgelassen haben, das ist die öffentliche Feierkultur. Es ist ja in unserer Gesellschaft immer noch üblich, dass wenn ein Flugzeug abstürzt oder ein Tsunami geschieht, die Gesellschaft trauert und in die Kirche geht. Das ist eine Beleidigung letztendlich all derjenigen ums Leben gekommenen, die da einfach mitunter subsumiert werden. Wenigstens das System, was die deutsche Bundeswehr anwendet,
könnte man ja praktizieren von Staats wegen. Es soll die Leute entscheiden, was sie da brauchen. Und also Sie haben ja vielleicht vernommen, dass bei dem letzten Todesfall in Kundus all diese Sachen ausgefallen waren, die sonst bei sowas stattfinden. Das hängt damit zusammen, dass die Familie das nicht wollte, sondern nur im kleinen Zusammenhang. Wenigstens so wie die Bundeswehr könnte man es ja praktizieren. Da aber Flugzeuge nicht geplant abstürzen in der Regel, sind das Entscheidungen, die in kurzen, relativ historisch kurzen Situationen zu treffen sind, und dann greift man natürlich auf das zurück, was man meint, was Gesellschaft hier erwartet. Das ist nicht mal ein jüdischer Rabbi bei der Veranstaltung, obwohl mindestens ein Jude dabei war, und nicht ein Imam, obwohl mindestens ein Muslim oder eine Muslima dabei war, um von uns ganz zu reden. Das heißt, meine Bitte wäre, dass egal wo wir tätig sind, im Bestattungsgewerbe, in der Öffentlichkeit etc. oder in konkurrierenden Verbänden, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Gesellschaft zur Kenntnis nimmt, dass auch die 35% Konfessionsfreien, die wir in der Bevölkerung haben, nicht einheitlich sind und dass man die Bedürfnisse von Leuten nicht nur bei den individuellen privaten Bestattungen, sondern auch bei diesen großen Ereignissen zur Kenntnis nimmt. Wir beobachten ja, das ist ja bei der Tagung angesprochen worden, eine Renaissance und Ausdehnung des Bestattungsberufs, wie ich es sagen würde, in Richtung Kulturberuf. Wir sehen, dass Bestatter immer mehr zuständig sind für die Situation oder zuständig werden, weil Leute das wollen, für die Zeit davor, nämlich für den Sterbevorgang, dass man da eingezogen wird, wenn man eine Patientenverfügung hat oder wie auch immer, und für die Zeit danach, die Trauerbegleitung. Der humanistische Verband ist nun mit einer anderen Situation konfrontiert worden. Nur zur Kenntnis geben. Wie wir das erste Mal richtig schön von der Bundesministerin angeschrieben worden sind, wie wir denn dazu stehen, die Betreuertätigkeit, Sie wissen ja, wir sind einer der wichtigsten Anbieter von Patientenverfügung und am 18.06. kommt es so oder so zu einem Patientenverfügungsgesetz und dann, dass er eigentlich Betreuungsgesetz und so weiter heißt, und dann ist die Frage, die an uns gestellt wurde, wenn also ein Patientenverfügungsgesetz kommt, wie sehen Sie denn das? Soll man nicht die Betreuer auch zuständig machen, bis die Person, die verstorben ist, unter der Erde liegt? Das heißt, hier ist auch eine Ausdehnung sozusagen eines Betreuerjobs bis hin in die Situation, dass man sich um die Bestattung kümmern muss. Ob man das dann selber macht oder zu einem Bestatter geht oder wie auch immer, wird von den Personen noch zu entscheiden sein. Was auf der Tagung für mich nochmal ziemlich klar wurde, war, dass, genau wie man nicht sagen kann, das ist eine humanistische Jugendfeier, sie sieht in Königs Wusterhausen anders aus als in Nürnberg, dass man noch nicht sagen kann, welche Grundelemente eine humanistische Bestattungsfeier auszeichnet. Ja, ich sehe aber, dass... Ja, okay, ich habe das ja auch alles schön aufgeschrieben. Aber insofern sagen können, ist ja, okay, keine Dogmatik, kein Lehramt, alles prima. Aber auch so sagen können, dass es nach außen so verständlich ist, dass alle das wissen, das ist eine humanistische Bestattungsfeier. Worauf ich hinaus will, ist ja eigentlich was ganz anderes. Nämlich, das ist das, was wir sagen, was es ist, auch ein Qualitätskriterium, ein Alleinstellungsmerkmal, wie man immer will, oder ein Zertifikat haben sollte. Also wenn jemand das Ding eine humanistische Bestattungsfeier nennt, dann muss auch irgendjemand sagen, ja, das ist eine. Also da denke ich, kommt Verantwortung auf den humanistischen Verband zu. Das ist sozusagen das, was ich einleitend für die Schlussdebatte sagen wollte.